dadurch, dass wir mich in die Mädchenschule reingeschmissen hat, noch dazu in eine katholische. Also, da bin ich jetzt aufgeregt, wo ich die Reaktion gemerkt habe. Ich hoffe, es ist ein Gespräch möglich. So, hallo, guten Tag. Ist ja ganz schön laut bei euch. Seid ihr in der Klasse hier? Dann machen wir jetzt mal die Tür zu, damit hier ein Unterricht stattfinden kann. Keine Ahnung, wann wir fertig sind. Das wird die längste Stunde ihres Lebens. Mein Name ist Florian David Fitz, ich bin heute euer Vertretungslehrer. Ja? Äußerst gut vorbereitet. Und wir haben ein religiöses Thema. Sagt doch alle mal, wie ihr heißt, dann sagen wir, wir lernen uns kennen. Florian, Pia, die Lisa. Die Frage, mit der ich hierher geschickt wurde, war ja diese hier. Und die wird uns, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigen, weil das ist ganz schön spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch katholisch aufgewachsen, bin ja auch Bayer. Und fand das damals auch so, ja, das ist rechtgläubig und so. Hatte aber immer irgendwie meine Probleme damit, also als ich ein bisschen älter wurde. Ich zum Beispiel saß in der Kirche, also mein Vater hat sehr danach geschaut, ich schau aufs Mikrofon. Mein Vater hat sehr darauf geschaut, dass wir die katholischen Traditionen lernen und dass wir darin aufwachsen und dass wir auch sonntags in die Kirche gehen. Ich hatte aber immer ein Problem mit einem Gottesdienst. Ja, wenn ich jetzt das Glaubensbekenntnis sage, muss ich ja das Glaubensbekenntnis auch meinen. Und hatte dann immer das Gefühl, ich lüge. Und ich weiß nicht, wie geht's euch? Glaubt ihr das einfach? Also habt ihr das von Anfang an geglaubt? Also ich finde es ziemlich wichtig, dass man Glaube und Kirche trennt. Also ich finde, Glauben kann man ja an vieles. Also vielleicht denken manche, das Universum ist mein Gott. Oder manche denken an, wenn es jetzt dumm, an einen Teddybär als Gott. Aber zum Beispiel ich glaube, dass es schon eine höhere Macht gibt. Das kann Schicksal sein, das kann Gott sein, das weiß ich nicht genau. Aber irgendwas glaube ich schon, dass uns von oben... Okay, wie geht's anderen Leuten? Also ich muss sagen, wir sind von der Schule uns eigentlich nicht so extrem religiös aufgezogen und also halt erzogen einfach und ich habe das halt immer mitgekriegt und so, aber es ist für mich irgendwie so, ich weiß es halt nicht. Ich finde, man kann es nicht wissen und ich denke eigentlich schon viel darüber nach und versuche es halt herauszufinden, aber richtig wissen kann man es ja eigentlich nicht so. Also was wirklich sonst wird es ja auch wissen heißen, nicht glauben. Ja, und deswegen finde ich es halt auch schwierig, so direkt was zu glauben und es so festzulegen und sozusagen so und so ist es. Also wenn ich wirklich mich hinsetze und das durchdenke, ob es einen Gott gibt, glaube ich es nicht. Da glaube ich nicht. Da denke ich, das ist total egozentrisch von uns gedacht, dass wir glauben, dass jemand unser Schicksal lenkt, dass jemand einen größeren Plan für uns hat, weil wir einfach nicht aushalten, dass wir zufällig hier sind. Gut, dann danke ich euch und hoffe, ihr hattet eine einigermaßen spannende Aussichtsstunde. Also mir hat die sehr gut gefallen. Ich finde eben auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch über dieses Thema eben offen miteinander sprechen können. Und dass natürlich der Herr Fitz da war, das war dann ein besonderes Highlight. Also mir hat es ziemlich gut gefallen. Was ich auch richtig dann fand, war, dass wir mal eine ganz andere Meinung bekommen haben als von den üblichen katholischen Lehrern. Die haben ja auch meistens ihre festgesetzte Meinung. Und naja, es war schon cool. Ich würde ihm eine 2 geben, weil es ja Vertretungsstunde hieß und ja, es war eher eine Redestunde und wenn man das kritisch eben betrachtet, dann war es halt nur eine 2. Der Lehrerjob hat mir gut gefallen. Ich glaube aber, dass mir jetzt gerade Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, die ich normalerweise nicht bekommen würde als Lehrer. Aber ich glaube, es ist ein sehr spannender Job. You're my river running high, run.